Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mit dabei ist heute wieder der liebe Epic. Hallo. Und wir sind heute mal wieder im Zoo. Und schau mal, hier ist eine kleine Schnecke. Hallo. Ja, die ist hier richtig, richtig süß. Und Kata, weißt du was? Was denn? Ich will unbedingt wieder zu den Dinos gehen. Die fallen mir richtig gut. Oh, stimmt. Lass du den Dinos. Und Moment mal, hast du ein bisschen Fleisch für die Dinos dabei? Oh, natürlich. Warte mal. Guck mal, Kata, ich gebe dir ein bisschen Fleisch. Und dann kannst du die kleinen Dinos füttern. Guck mal, bitteschön. Lecker, lecker. Okay, danke schön. Dann nehme ich das bisschen Fleisch. Und wir gehen direkt mal zum Gehege. Ich bin so gespannt, wie es den Dinos geht. Oh, das stimmt. Die sind wirklich so süß. Oh, hallo. Ihr kleinen Dinos, na? Und einmal bitte zumachen wieder. Super, okay. Warte mal. Ihr seid alle ganz schön groß geworden. Okay, warte mal. Hier, du bekommst ein bisschen... Ah, es ist süß. Bisschen Fleisch. Das Fleisch ist leer. Ja, warte mal, Karte. Soll ich dir noch mehr Fleisch geben? Gib mir ganz viel Fleisch. Bitteschön. Ah, super. Okay, Moment mal. Ich schau mal, ob er immer noch Hunger hat. Und du kannst ja auch die Dinos ein bisschen füttern. Okay, du hast keinen Hunger mehr? Ja, oh, du hast auch keinen Hunger. Warte mal. Oh, guck mal, Karte. Das kleine Mammut sieht so süß aus. Hallo, kleines Mammut. Na? Und warte mal. Ich fütter mal den Dino hier. Und oh, Karte, weißt du was? Was denn? Vielleicht mögen die ja Blätter essen und gar kein Fleisch. Oh, stimmt. Vielleicht können wir den Äpfelchen geben. Oh. Oh, hast du welche dabei? Oh, natürlich. Warte mal. Bitteschön, ein paar Äpfelchen für dich. Und warte mal, da fütter ich mal hier hinten den kleinen Dino. Oh, hallo Dino, bitteschön. Oh, guck mal, Kater. Oh, nom, 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 süß. Das ist so süß. Okay, warte mal, du bekommst auch was. Und oh, nam, 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 nam. Und warte mal, du Kleiner, willst du auch noch was haben? Oh, er wollte ein kleines Fleisch haben. Das ist richtig süß. Oh, das stimmt. Ich finde die Dinos hier wirklich so, so, so süß. Die sind so cool. Und warte mal, ist vielleicht ein Dino hier unten in der Eishöhle drin? Ja, hallo, kleine Dinos, na? So cool. Aber ich glaube, hier ist keiner. Okay, okay, Moment mal. Was wollten wir denn heute nochmal machen? Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Moment mal, Karte. Wir könnten mit den Raketen zu einem Asteroiden fliegen und dort könnten wir ein Gehege für den Zoo bauen. Das ist eine richtig tolle Idee. Okay, Moment mal. Was brauchen wir denn dafür alles und wie kommen wir überhaupt wieder raus? Ja, oh, warte mal. Ich habe doch einen Hebelkater. Warte kurz. So und so. Okay, und bitteschön. Ah, perfekt. Okay, Moment mal. Vielleicht bräuchten wir auf jeden Fall eine Spitzhacke und vielleicht auch ein bisschen Gitter für die Gehege. Und Moment mal, wenn wir auf einem Asteroiden bauen, dann sind ja auch ganz viele andere Asteroiden da rum. Oh, das stimmt. Vielleicht können wir die miteinander verbinden. Wir können so kleine Brücken bauen und dann haben wir auf jedem Asteroiden so ein kleines Gehege. Das wäre richtig, richtig süß. Oh, stimmt. Okay, Moment mal. Dann hole ich erstmal kurz die Sachen und dann treffen wir uns wieder bei den Raketen, okay? Oh ja, sehr gut. Bis gleich. So, und ich habe alles dabei. Auf jeden Fall Spitzhacken, ich habe eine Schaufel dabei, ich habe eine Axt dabei, ich habe ganz viel Quarz dabei. Dann habe ich auf jeden Fall noch Gitter dabei, Glas und ein bisschen Erde und sowas. Das wird, glaube ich, richtig gut. Okay, wollen wir dann jetzt einsteigen? Oh ja, und zack, ab in die Rakete. Das wird richtig, richtig cool. Okay, warte mal, Kater, wollen wir gleichzeitig starten? Oh, das ist eine gute Idee. Okay, ich stehe runter auf die Plätze. Fertig. Und los! Zack, zack, zack. Oh, das wird so cool. Und es geht gleich los. Und zack. Richtig nice. Und Moment mal, ich sehe da unten noch eine Rakete. Siehst du die auch? Oh, stimmt. Moment mal. Ist da noch jemand mit uns gestartet? Ist ja richtig seltsam. Das ist wirklich komisch. Und Moment mal. Wir gehen jetzt erstmal zu den Asteroiden fliegen und dann schauen wir mal. Oh ja. Okay, ich bin jetzt hier gelandet und Moment mal. Hallo, ich sehe dich da unten. Hallo. Ja, oh, Moment mal. Hallo. Guck mal, ich bin hier unten gelandet. Das ist wirklich so cool hier auf den Asteroiden. Und warte mal, Kater. Wo sollen wir hier denn ein Gehege bauen? Ich glaube, tatsächlich hier oben bei mir ist es ein bisschen praktischer, weil wir haben hier direkt daneben einen riesigen Asteroiden und meiner ist auch gar nicht so klein. Vielleicht willst du mal zu mir kommen. Oh, ja, guck mal, Kater, ich baue mich hier hoch. Oh, richtig nice. So, zack, zack, zack. Hier ist es wirklich so, so, so cool. Aber warte mal, Kater, wer hat uns denn mit den Raketen verfolgt? Ich habe keine Ahnung. Ich sehe hier noch gar keine Raketen. Wo sind die denn bloß hingeflogen? Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist ja richtig gruselig, wer uns da verfolgt hat. Ach, mein, so, zack. Zack, warte mal, wo bist du denn? Oh, hallo. Hallo, du musst noch ein bisschen nach oben kommen. Oh ja, so, und noch weiter nach oben. Zack, 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 zack. Oh, sehr cool. Hallo, Kate. Hallo, ich spiele hier ein bisschen mit der Schwerelosigkeit. Das ist so lustig. Oh, stimmt, das ist wirklich richtig cool. Man fliegt richtig, richtig lange. So, zack, 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 warte mal. Oh, ich bin schon gleich bei dir. Und warte mal, ich kann von hier aus springen. Und, hallo, Kate. Hallo. Zack.
Oh, so cool. Richtig, richtig nice. Hier ist hier wirklich richtig viel Platz auf dem Asteroid. Und hier könnten wir wirklich unser erstes Gehege bauen. Und ihr könnt mir vielleicht so eine kleine Brücke hier rüber bauen. Das ist ja richtig cool. Oh, ich fände es auch richtig nice. Ich habe mir gedacht, dass wir vielleicht für die ganzen Gehege hier ein wenig Quarz nehmen können. Deswegen würde ich auch die Brücke auf jeden Fall aus Quarz machen. Und Moment mal, damit fange ich direkt mal an. So, warte. Hier ist ein bisschen Quarz. Vielleicht willst du auch ein bisschen Quarz. Bitteschön. Ja, oh, Moment mal. Oh Gott, oh Gott, das wäre fast runtergefallen. Und schau mal nach oben, Karte. Da oben ist die Erde und ist hier richtig winzig. Oh, stimmt. Moment mal, Karte. Ich habe eine richtig gute Idee. Was denn? Das hier könnte der Eingangsbereich werden. Das heißt, hier kann man immer mit der Rakete landen. Und dann kann man hier über die Brücke zu dem Asteroid darüber. Und dort sind dann die ersten Gehege. Oh, das ist noch eine coolere Idee. Weil dann kann man sich hier auch ein bisschen die Galaxie anschauen. Und die ganzen Sternchen und alles. Das ist so schön. Oh, das stimmt. Und Moment mal, Karte. Schau mal da oben. Wo? Da, was ist denn da los? Oh, da ist ja ein kleiner Kuchenmann. Hallo. Oh, das sieht ja so süß aus. Hey, woher kommst du denn? Moment mal, bist du mit der Rakete hierher geflogen? Aber was macht der denn hier? Ich bin mir nicht ganz sicher, der hat uns verfolgt und ist jetzt mit uns hier auf den Asteroiden. Ist ja richtig cool. Guck mal, wie süß er aussieht. Hallo, du kleines Kuchenmännchen, na? Hallo, kleines Kuchenmännchen, du bist ja lecker. Nam, 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 nam. Oh, aber der sieht ja mega süß aus. Oh, das stimmt. Der ist bestimmt ein kleiner Zoobesucher und ist mit uns hier zu den Asteroiden geflogen. Oh, so süß. Und Moment mal, ich sehe da direkt den nächsten Besucher. Schau mal da hinten. Oh, hallo, das ist ja ein kleines Mädchen. Die ist ja auch mit hier bei den Asteroiden. Das ist ja richtig, richtig cool. Moment, kennst du sie? Ja, oh, das ist bestimmt seine Schwester. Oh, wie süß die zwei sind. Oh, das stimmt, Kater. Die beiden könnten uns hier vielleicht ein bisschen helfen beim Bauen. Oh, stimmt. Ich meine, die Brücke ist ganz schön lange. Vielleicht könnt ihr uns ein bisschen helfen. Hier, du bekommst ein bisschen Quarz. Bitteschön. Ah, du musst aufpassen. Ah, okay, sehr nice. Und dann machen wir auf jeden Fall mal die Brücke hier hin. Aber Leute, ihr müsst wirklich ganz toll aufpassen, weil ich meine, wir haben jetzt hier gar keine Absperrung oder sowas. Nicht, dass sie euch irgendwie verfliegt oder so. Oh, das stimmt. Guck mal, Karte, hier mache ich den kleinen Eingang so und so. Dann kann man hier mal durchlaufen. Und das wird später richtig schön aussehen, glaube ich. Das sieht mega nice aus am Ende bestimmt. Oh, ich freue mich voll. Okay, wir sind jetzt gerade mit der Brücke fertig geworden und die ist wirklich so groß. Schau mal, die Leute müssen ja richtig lange laufen, aber dafür sieht man so viel die ganze Zeit. Während man läuft, kann man sich die Sternchen anschauen oder hier schauen, was gerade vorbeifliegt. Und dann kann man hier schön hoch. Moment mal, ich glaube, das müssen wir nochmal ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen verändern. Okay, dann gehen wir hier die Treppe hoch. Zack, zack, zack. Und dann bauen wir hier oben noch das Gehege hin und das wird dann richtig cool. Von hier aus könnten wir zum Beispiel auch zu einem anderen Asteroiden, zum Beispiel dahin eine Brücke verlegen und dann da auch noch ein Gehege hinbauen. Oh, stimmt, das wäre richtig, richtig cool. Okay, warte mal, Katja. Aber wie groß soll das Gehege hier werden? Nicht zu groß, nicht zu klein, so ein Mittelding irgendwie. Vielleicht könnte man ein bisschen weghauen. Warte mal, so, das alles hier ein bisschen weg. Und dann könnte man sowas Länglicheres vielleicht machen. Oh, stimmt, Katja, das ist eine sehr gute Idee. Okay, warte, ich helfe dir. Zack, zack, zack. Dankeschön. Und warte mal, hast du noch ein paar Steinis für mich? Was für Steinchen? Quarz, bitte. Oh, Quarz habe ich noch, diese Pillar-Quarz. Aber ich habe auch hier noch mal Quarz-Slabs und Stufen ganz viele. Oh, super. Dankeschön. Oh, sehr cool. Das wird so ein nice Gehege, Karte. Aber warte mal, welche Tierchen wollen wir denn in die Gehege reinmachen? Oh, wir könnten doch richtig coole Mobs hier reintun, die es vielleicht nur in der Galaxie hier gibt. Oh, das stimmt. Das ist eine sehr gute Idee. So Alien-Creeper oder Alien-Zombies, die sind bestimmt mega cool. Okay, Platz haben wir jetzt gemacht. Dann würde ich sagen, wir fangen einfach mal hier hinten an. Wir können es ja so ein bisschen auf die Ebenen verstrecken. Ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht hier? Weiß nicht. Ich kann nicht bauen. Hier? So vielleicht? Oh ja, okay, warte mal. Da mache ich hier die Wand schon mal ein bisschen weiter. So. Das wird, glaube ich, richtig cool, wenn wir das so länglich machen. Guck mal, Karte, wir machen das hier so weiter. Dann geht es hier weiter. Zack, 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 zack. Vielleicht bis hier hinten hin. So. Und ab nach unten. Zack, 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 zack. Und dann bauen wir hier weiter. Und dann können wir das hier vielleicht ein bisschen in die Länge machen. Ich glaube, das ist richtig cool dann. Aber Moment mal. Ich verstehe nicht so ganz, warum haben wir jetzt dann hier eine Lücke? Ja, warte, Karte, die machen wir noch zu. Guck mal, so. Die wird schon zugemacht. Das wird ein richtig schönes Gehege dann sein.
Und dann können wir das vielleicht bis hierhin machen. Das passt ganz gut. Okay, Moment mal. Dann baue ich das hier nochmal ab und mache das genauso wie du. Und ich finde, den Rest könnten wir vielleicht auskleiden mit Gittern. Das ist, glaube ich, ganz nice, oder? Oh ja, das ist eine sehr gute Idee. Und warte mal, ich habe ein bisschen zu weit gebaut insgesamt, glaube ich. Ja, vielleicht ein wenig. Und Moment mal, man hat wirklich wenig Platz irgendwie. Vielleicht könnte man hier so eine Einmündung bauen oder wir lassen es einfach so. Oh, Moment mal, ich habe eine Idee. Was denn? Warte, ich überrasche dich, ja? Okay, ich stelle mich hier hinten hin. Warte. Und zack. Okay, ich warte. Carter, du kannst dich umdrehen. Schau mal. Moment mal, das sieht ja richtig cool aus. Okay, Moment. Dann kann man hier so rein. Das sieht ja richtig nice aus. Aber wollen wir jetzt hier noch Gitter hin tun oder wollen wir es einfach so lassen? Ich würde sagen, Karte, wir machen hier Glas rein. Ich glaube, das sieht auch ganz cool aus. Guck mal, so und so. Dann machen wir hier ein bisschen Glas hin und dann können wir hier so ein kleines Aquarium sogar reinbauen. Das ist richtig cool. Dann kann man hier mal durchlaufen. Da kann man sich hier die kleinen Tierchen anschauen. Das ist wirklich richtig, richtig süß. Und guck mal, Karte, von hier aus kann man dann hier vielleicht weiter zum nächsten Asteroid. Das ist richtig nice. Das ist wirklich eine super Idee. Oha, es gefällt mir richtig gut. Und wenn du mir ein bisschen Glas gibst, dann kann ich euch auch ein bisschen helfen. Oh ja, warte kurz. Hier, bitteschön, ein bisschen Glas für dich, Kater. Und bitteschön. Ah, danke schön. Okay. Aber die Idee war wirklich super. Ich glaube, das wird den Leuten richtig gefallen hier. Oh, das stimmt. Okay, warte mal. Da baue ich hier schon mal das Aquarium. Okay, wir sind gerade fertig geworden mit dem Gehege und es sieht so schön aus. Vor allem der Eingang, den Epic gebaut hat und dann hier auch noch das coole Wasserbecken. Und Moment mal, ich laufe hier mal drum und hier werden wir dann ganz viele kleine Creeper sehen. Und Monsterlines. Und hier kann man auch rein. Warte mal. Und richtig cool. Auf jeden Fall kann man dann hier raus und rein. Und das sieht so lustig aus. Warte mal. Ich gehe dich mal hier einsperren. Und zack, jetzt haben wir den kleinen App hier drin. Und da kann man sich den einfach die ganze Zeit anschauen. Und wir können halt weiterhin hier nochmal eine andere Treppe bauen, die dann einfach zu dem Asteroiden führt. Und das wird dann richtig, richtig cool. Oh, ich freue mich voll. Vor allem, weil es einfach so, so cool aussieht, wenn man dann den Aufgang hier hat mit der ganzen Treppe. Dann hier hoch kommt und man sich dann hier die ganzen Monster anschauen kann. Ich meine, das wird den Zoobesuchern bestimmt richtig gut gefallen. Und es wird jetzt so nice, nochmal die ganzen Creeper und Monster hier reinzusetzen. Oh, so cool. Okay, jetzt sind die Creeper angekommen und hallo, ihr eigenen Creeper. Guck mal, wie lustig die aussehen. Die brauchen Sauerstoff einfach. Das ist ja richtig cool. Wir haben denen aber auch nochmal eine Bubble besorgt. Ganz viel Sauerstoff, dass denen auch, wenn der Sauerstoff vielleicht mal ausgehen sollte, einfach, dass sie gut atmen können. Und hey, du hast ja ein süßes Schweinchen als Blüchtier. Woher hast du das denn? Darf ich das kurz halten? Oh, wie süß er ist. Oh, danke, Kuchenjunge. Moment mal, aber du bekommst dein Schweinchen natürlich wieder. Oh, wie süß. Moment mal, jetzt habe ich das Schweinchen. Bitteschön. Oh, ist so süß. Und die Creeper sind auch richtig süß. Guck mal, die sind so ganz klein und immer noch Creeper, aber die sind richtig freundlich. Du kannst sie einfach streicheln. Hallo, Creeper. Und Moment mal. Ja. Oh. Der Kuchenjunge will den Creepern sein Blüchtier, glaube ich, geben. Oh, wie süß. Die Creeper sind wirklich richtig, richtig süß. Und mir gefällt das Gehege hier auf dem Asteroid wirklich richtig, richtig. Das haben wir richtig nice gebaut, Kaja. Das stimmt. Vor allem auch nochmal von außen. Sieht bestimmt mega cool aus. Moment mal. Ich gehe hier mal ganz kurz auf die Brücke und schaue mir das nochmal von Weitem an. Das sieht wirklich cool aus. Man sieht einfach fast nur noch die Bäumchen und man kann fast gar nicht erkennen, was wirklich da drin ist. Und dann geht man hier hoch als Zoobesucher. Denkt sich so, was ist da drin? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Und dann sieht er gleich die Creeper. Oh, ich glaube, damit wird keiner rechnen. Das wird richtig nice. Vor allem das Gehege ist so schön aufgebaut. Dann kann man hier rumgehen. Hallo, Creeper. Ja, ja, schön, schön. Und dann kann man auf Dauer hier weitergehen. Oh, so nice. Oh, das stimmt. Das ist richtig cool. So, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann ist ein Daumen nach oben da. Schaut beim Epic vorbei. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.